Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play hier auf 96. Ihr habt es alle schon längst gelesen, gesehen oder dergleichen. Splinter Cell Blacklist steht auf dem Programm. 3 Jahre nach Splinter Cell Conviction, das nächste Splinter Cell auf dem Markt. Ist schon seit Mitte letzten Jahres draußen, aber jetzt komme ich endlich mal dazu, dieses Spiel zu spielen. Darauf freue ich mich jetzt schon etwas länger. Es stand schon länger auf meiner schwarzen Liste, endlich gespielt zu werden. Jetzt ist es endlich der Fall. Und da legen wir auch gleich mal los. Ah, Schwierigkeitsgradauswahl. Ist die Musik auch immer stockt? Ist mir gerade aufgefallen. Mal gucken, vielleicht war das bloß ein Einzelfall. Ich werde mich erstmal für normal entscheiden und da geht's auch schon gleich los. Oh, dem geht's gar nicht gut. Und immer noch mal drauf. Schick den Sicherungstrupp rein! Wir haben einen Code A! Ah, Scheiße! Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen! Amerika wird euch holen. Unnötig, General. Wir kommen freiwillig. Geht doch schon mal sehr nett zur Sache. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Abrücken. Upload. Sind drin. Männer, ihr König. Es geht los. Bauer bereit. Ja, jetzt spielen wir auch noch Schach, hä? Springer bereit. Turm bereit. Königin bereit. Ist noch was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Das ist die Tochter. Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. Video übertragen. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Okay. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll dringend zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Das Spiel speichert aber ganz schön lange oder ganz schön oft. Je nachdem. Lass ihn. Team Bravo melden. Bravo bereit. Los. Oh, nicht schlecht. Ach du Scheiße!
Mayday, Pedal in 02, wir schmieren ab! Ja, so kann man's auch so. Festhalten! Eine sanfte Landung sieht anders aus. Eieiei. Er speichert immer noch. Ja, sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Ja. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Ja. Hilf mir, ich sitz fest. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind ausgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. Sei jetzt wachsam, Sam. Geht's wohl gleich los, dass wir gleich mal direkt ins Spiel eingreifen können. Ja, so sieht's aus, genau. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Also ich werde jetzt mal gleich mal kurz ins Menü gehen. Die Mausempfindlichkeit scheint mir doch etwas zu hoch. So, 5,5. Ich gehe mal knapp unter die Hälfte. So, und ich werde für euch nochmal die Untertitel einschalten. Man versteht zwar jetzt auch alles, ich habe auch die deutsche Sprachausgabe gewählt, weil mir der deutsche Sprecher vor allen Dingen von Sam Fisher sehr gefällt. Er müsste auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, Vin Diesel sprechen aus Fast and the Furious. Mal schauen. Oberflächeneinstellung, ja, mal schauen, Untertitel. Und mal kurz zur Grafik. Ups. Jo. Hat sie nicht übernommen. Okay. Okay, beim nächsten Laden des Levels wird's wirksam. Verständlich. Okay. Dann machen wir weiter. Ja, so ist deutlich besser. Dann mal los hier. Unbewaffnet wurde gesagt, sind wir hier. Ich kann auch nichts auswählen. Oh. Scheiße, das war kein Mörser. Klang nach Katjuschas. Oh, da kommt er noch runter. Ja, oder ich. Sehe. Verteilt euch und sucht weiter. Das klang gerade wie die Stimme von Tod aus Darksiders. Zumindest von der deutschen Fassung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch erkannt habt oder ob ich jetzt da total falsch liege. Oh, Lichter. Wenn ich im Schatten bin, leuchtet es anscheinend grün. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ja, hier bin ich sichtbar. Okay. So wird es angezeigt. Wenn es grün leuchtet, dann bin ich weg. Wird er uns was tun? Weg, nicht bewegen. Nee, dem wird er ja was angetan. Ah, scheiße. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Meidest Helm, schwer dich zu sehen. Okay, wir sind da zwar nicht unsichtbar, aber sehr schwer zu sehen für die Gegner. Jetzt würde ich auch noch gerne mit hochkommen. Leertaste ist also klettern und mit Q lassen wir uns herunterfallen. Gegner in Deckung. Okay. Einer von uns zwei Gegner. Aha. Das ist das angesprochene neue Deckungssystem in dem Spiel. Man kann entweder freilaufen, geht jetzt glaube ich gerade nicht, weil wir in einem Tutorial sind, und dann immer mit einem Tastendruck zur nächsten Deckung springen. Könnte durchaus praktisch werden. Ja.
Schmeiß die Kamera an. Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie bringen ihn her. Gut. So was? Tab drücken? Ach so, es geht darum, wie wir die Gegner leise animieren. Entweder nicht tödlich, indem wir die bewusst durchschlagen, oder mit B, mit dem Messer, was wir vorhin bekommen haben. Ich will erstmal den nicht tödlichen Weg und mit E K.O. schlagen. Dann hilft das schon mal ganz gut. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den Störsender aus. In Ordnung, Rick. Viel Glück. Okay, jetzt sind wir erstmal auf uns alleine gestellt. Unser Kollege bleibt hier bei den Verwundeten. Wir gehen einfach mal den Wegpunkt hinterher. Da ist auch schon das Licht aus, das freut mich natürlich. So, hier. Ah, jetzt haben wir das. Mit Q können wir uns an eine Deckung haften und mit Q können wir uns auch wieder lösen. Mal schauen, wie sich das im späteren Spielverlauf bewährt. Meide das Licht, bewege dich von Deckung zu Deckung. Okay. Hier sind noch ein paar Gegner. Die werde ich jetzt mal meiden. Bin zwar bewaffnet, aber ziemlich dürftig ausgestattet. Wir haben noch nicht mal einen Anzug an. So, kann man Leute irgendwie markieren. Okay, mit Steuerung kann ich mir das einblenden lassen. Mit Alt markiere ich sie dann. Okay, praktisch. Mal weiter vor. Wir sollen da hinten hin. 43 Meter sind es noch. Da müsste unser Kollege der Hacker ab. Vorhin am Helikopter, der nach unserer Tochter Sarah, weil sie die noch nicht kennt, ist aus den anderen Teilen bekannt. Sarah ist Sam Fischers Tochter. Zu ihm sollen wir gelangen. Er braucht Hilfe, er hockt unter dem Laster mit seinem Laptop. Da ist einer mit seiner Technikbau. Der da? Der kann da mal ruhig weggehen. Davor gehe ich mal nicht, da scheint die Front zu sein. Da schießen sie doch ziemlich scharf. Was soll ich denn machen? Bring sie da und da. Ja, Sir. Danke, Sir. Und hier vorne hingehen. Weil der scheint jetzt wegzugehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was das rote und das weiße Pfeilchen da oben bedeutet über dem Gegner. Vielleicht rot in besonderer Aufmerksamkeit. Dem Spiel werden mehrere Wege gelassen, also dem Spieler. Man kann entweder so leise wie möglich hier durchgehen oder man kann sich auch durchballern. Das Spiel soll einem die Freiheit lassen, beides zu machen. Ist mal was Neues. Oh, hier ist einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Geh ich mal hier hin. Hier ist noch dunkel. Ich würde ihn ja gerne markieren. Jetzt da raus. Ich gehe trotzdem mal wieder vor. Da hoffen wir, dass er mich nicht sieht. Oh. Lief gar nicht gut. Jetzt sind sie in Alarmbereitschaft. Na toll, jetzt habe ich den leisen Weg aufgegeben, wenn noch etwas unfreiwillig. Oh, hier kommt er noch rum. Oha, nur noch 30 Schuss. Ich schätze mal, Sam Fischer ist nicht gut geschützt, denn er hat noch keine Ausrüstung dabei. Jetzt kommt hier rum. Markieren halt. Jetzt mal die ab. Meide das Licht. Sind jetzt hier rum, oder? Ich kann hier schon mal keinen markieren. Ah, die sind da drüben noch. Ich werde mich mal hier hinbewegen. Jetzt hat er mich gesehen. Schnell weg hier, mit Shift können wir rennen. Ich war ziemlich ein Stück weiter nach hinten. Was halten, um aufzuheben. Ah, so ein Gewehr von den Leuten hier, aber die hat keinen Schalldämpfer. Ungedämpfte Waffe. Wo ist jetzt meine hin?
Achso, wir hatten glaube ich vorhin keine Zweitwaffe dabei, jetzt hat er die bloß aufgenommen. Naja, das soll mir recht sein. Ich will jetzt endlich mal da vorne hinkommen, wo die anderen sind, wo wir auch hin müssen. Scheint aber niemand zu sein. Obwohl. Na, da kommen sie. Da habe ich. Oh. Schießen sie sofort. Habe ich keine gute Schussposition. Vielleicht hier mal besser. Ah, ich habe meine Pistole genommen, das wollte ich gar nicht. Hier wird angezeigt, wo die uns zuletzt gesehen haben, mit dieser Silhouette von Sam Fisher. Ja, ist hinter der Deckung. Ich gehe mal wieder hier außen rum, an die Stelle hier, wo wir vorhin waren. Verzeiht mir, wenn ich etwas vorsichtig vorgehe, aber ich habe jetzt nicht wirklich die Lust, sofort drauf zu gehen und das gleich in der ersten Folge. Oh, wir sind da drüben noch. Was ist der Typ da? Wie kann ich den noch schlechter sehen? Ist da noch einer? Da ist noch einer. Na, ist gerade was davor. Trefferanzeige kam, da unten lugt sein Bein durch, aber können wir nicht wirklich treffen. Es sind nur noch 27 Schuss mit dieser Waffe. Ich renne jetzt mal hier vor einfach. Vielleicht scheucht das auch die Leute ein bisschen auf. Na, komm! Gut, den haben wir auch ausgeschalten. Jetzt ist nur noch einer hier übrig. Ja. Gut, da war er weg. Jetzt scheint ja keiner mehr zu sein. Hab auch kein Magazin mehr. Ich nehme das mal als Gelegenheit, die erste Folge hier abzubrechen. Wie es weitergeht und ob wir leise vorangehen, das werden wir einfach in der nächsten Folge schauen. In diesem Sinne, keep watching!